Ach, der einsame Angler. Toll, oder? Ja. Sehr idyllisch das Ganze. Und wenn man es in der Nähe sieht, sieht man hier ganz, ganz viele Blüten und eine sehr feinteilig gemalte Vegetation, was ja, man aus der Ferne nur erahnen kann. Dann gehe ich mal ganz schwer davon aus, Herr Schulte-Golz, dieses Bild bedarf einer Reinigung. Wir sollten es einer solchen unterziehen. Genau, und dann kommt alles raus. Genau, also die Wahrheit. Das Gefühl, du riechst und hörst das Wasser. Ja, ja. Bitteschön, junger Mann. Ne? Wie die Blumen riechen. Ja, ja, das Luft, Wasser plätschert, die Blumen riechen. Schönen guten Tag, junger Mann. Hallo Horst, hallo Kolmar. Hallo. Ich bin Robin. Freut mich sehr, lieber Robin. Robin, komm, fangen wir mal von vorne an. Wo lebst du? Ich komme aus Offenbach. Offenbach. Was machst du in Offenbach? Ich bin Unternehmensberater. Ah, sehr gut. Ja. Wie alt bist du? 27. Das finde ich wieder gut. Siehst du, mit 27 voll im Berufsleben. Das ist schon mal super. Ja, der Junge zieht durch. Hobbys, Freizeitgestaltung. Ich gehe sehr gerne reisen, das passt auch sehr gut zum Job. Ja. Und ansonsten sehr gerne mit den Freunden einfach draußen unterwegs. Ja, jetzt aber mal zum Bild. Wo hast du das schöne Stück her? Das Bild hat mein Urgroßvater 1930, 1940 in München auf einer Auktion erstanden. Ja. Hat es dann meinem Opa vermacht und der hat dann Weihnachten 1960 der Oma als Verlobungsgeschenk übermacht. Und in ihrem Auftrag bin ich quasi heute hier. Das hing immer im Treppenhaus bei den Großeltern. So, bald hoffentlich wieder irgendwo schön und wertgeschätzt. Kolmar, wir haben schon darüber gesprochen, die Feinheiten sind wohl sensationell. Ja. Wer steckt denn dahinter? Ja, auf der rechten Seite unten kann man bei diesem Gemälde feststellen, dass da eine große Signatur zu finden ist, sogar mit einer Datierung. Was meinst du so aufs Blaue gefragt? Was denkst du, wie alt das ist? Ah, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. 1850. Weites Fenster. In dem Fall machen die Klappläden wieder ein bisschen zu. 1865, aber es war nah dran. Ui. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ui. Also 1865 hat es Eduard Heine gemalt. Das Bild zeigt uns eine Idylle. Und im Prinzip ist es ein toller Tag an einem Gewässer. Und alles, was den Tag so ausmacht, das sehen wir nur durch ein Müh von Licht, eigentlich durch Reflexionen. Wir sehen keinen Himmel. Wir sehen einen jungen Angler an diesem Gewässer, der barfuß sitzt und seine Angel ausgeworfen hat und dann sehr aufmerksam auf das Gewässer und die Angel unten schaut. Also, so wie es aussieht, im Moment hat er noch nichts gefangen, aber es kann ja gleich kommen. Diese Darstellung, die wir hier sehen, ist typisch für die Zeit des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen die Mitte und das, was wir als Begriff der Romantik verinnerlicht haben. Also hier geht es ja auch um etwas, was man idyllisch den Städtern zeigt, dass man diesen Bezug zum Landleben hat, durch die Tracht zum Beispiel des Jungen. Und all das macht es spannend und ist ein typisches Bild akademischer Malerei des 19. Jahrhunderts. Ist dieser Maler, du hast ja akademischer Maler, ist der weitläufig bekannt? Hat der hauptsächlich so romantische Szenerien gemalt? Mehr oder weniger ja. Also der Künstler ist in München geboren, hat in München an der Königlichen Kunstakademie studiert, seit er 17 war. Er ist selbst der Sohn eines Landschaftsmalers und er hat eigentlich zeitlebens vor allen Dingen idyllische Bilder gemalt. Er hat vielfach die Dorfbevölkerung gemalt, er hat Landschaften gemalt in Bayern und ist aus dieser Romantik mit dem Deutschlandbezug auch mal ausgebrochen. Er ist unter anderem 1873 nach Griechenland gereist, hat da neue Motive erschlossen und schließlich haben zwei Romreisen oder Italienreisen 1880 und 1890 nochmal zu ganz neuen Eindrücken in seinem Oeuvre geführt. Ja, alleine das Wort Oeuvre finde ich schon wieder Knaller, ne? So, dann würde ich gerne was zu dem Bild insgesamt wissen. Technisch, ist es Öl auf Leinwand? Ja, es ist in Öl auf Leinwand ausgeführt. Ich schwing's immer so ein bisschen. Ja, und das Schöne ist daran, es ist die Originalleinwand, die nicht dubliert ist. Mhm. Man kann auf der Rückseite einen sehr, sehr großen Stempel sehen von einem Lieferanten für vorgrundierte Leinwände. Im 19. Jahrhundert ist das eine Sensation. Vorher machte der Maler alles selbst. Und heute können es viele Maler gar nicht mehr. Mhm. Sag mal, Rahmen, gehört der dazu? Leider nein. Der ist später mal drum gekommen beim Erwerb. Und das ist eindeutig ein Rahmen des 20. Jahrhunderts im Rokoko-Stil. Der gehört überhaupt nicht um das Bild. Also würdest du auch wechseln, ne? Den würde ich auf jeden Fall wechseln, weil der dieses Bild kitschig macht. Ja. Er muss eher klassisch aussehen und die Schnörkel gehören da nicht zu. Wir hatten schon mal am Anfang darüber gesprochen, eine Reinigung würde dem Gemälde gut tun. Ja. Haben wir Beschädigungen? Ja, das Bild hat offensichtlich viel erlebt. Man kann sehen, dass auf der linken Seite unten ein Krakelee ist, was sich vor allen Dingen bildet, wenn es in der Nähe von großer Hitze ist. In der Mitte des Bildes kann man dann wieder was anderes sehen. Da gibt es eine sogenannte Schüsselbildung. Und da ist irgendwas in das Bild hineingefallen, weil es dann eben so lauter kreisförmige Art von Krakelee gibt.
Also, es hat an Spannung verloren und deshalb zeichnet sich der Keilrahmen, der hinter der Leinwand sitzt, deutlich durch. Und man sieht vor allen Dingen in den Ecken, dass da eben das Bild an Spannung eingebüßt hat. Ist das nicht traumhaft? Ich liebe ihn dafür, wie er redet. Mein Lieber, wie viel Geld sollst du denn mit nach Hause bringen? Wir sind da sehr ergebnisoffen. Es ist schwierig einzuschätzen. Ich würde einfach aus dem Bauch heraus sagen 1.000 Euro. Vom Bauchgefühl zum tatsächlichen Marktwert. Die aktuellen Ergebnisse bei Auktionen sprechen leider gegen eine sehr hohe Preisfindung. Der Zustand auch. Und so bin ich aktuell bei diesem schönen Kunstwerk bei 650 bis 800 Euro. Ja, mein Freund, das ist eine Ecke weg von den 1.000. Du entscheidest jetzt, ob du sagst, dafür verkaufe ich, dann kriegst du die Karte, oder ob du sagst, nee, Oma zieht mir die Ohren lang. Dafür verkaufe ich es. Oma geht es vor allem darum, dass es jemand hat, der es eben genauso zu schätzen weiß. Und das ist die Hauptsache. So, und dann weiß man ja trotzdem nicht, wenn du ja sagst, was drüben passiert. Ne? Eben. Bitte schön, junger Freund. Vielen Dank. Da geht's rüber. Und bleib, wie du bist. Bist ein feiner Kerl. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Viel Erfolg. Oh, ui. Ein Angler im Wald. Der einsame Hirte. 19. Jahrhundert. Eine Hirte. Naja, das ist so ein Angler. Strohhut und der hat sich aus einer Weide, hat er sich so eine improvisierte Angel gebastelt. Das Bild ist relativ schlecht erhalten. Wir haben überhaupt große Krakelees, wir haben auch ein bisschen Verschmutzung dran. Man müsste das, glaube ich, nochmal firnissen. Vorher sollte man es vielleicht nochmal reinigen. Und neu gespannt werden muss es auch. Man könnte das noch ein bisschen aufpeppen. Ja. Aber das Motiv ist toll. Ich wünsche mir sehr, dass die Händler das Bild erkennen, den Wert dahinter erkennen. Und auch eine entsprechende Wertschätzung einfach dem Gemälde entgegenbringen. Und wer weiß, vielleicht bringt die Verhandlung ja auch den erhofften Geldsegen. Viel Glück. Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Sie haben uns einen bayerischen Romantiker mitgebracht aus dem Jahre 1865 von Eduard Heinl. Wie kommen Sie zu dem Bild? Tatsächlich hat mein Urgroßvater das Bild auf einer Auktion in München erstanden, hat das dann meinem Opa vermacht und der hat das dann als Verlobungsgeschenk 1960 der Oma gegeben. Ah, schön. Das mit dem Angler, das sehe ich als verkaufsförderlich, definitiv. Nur das Gemälde muss nochmal überarbeitet werden. Das ist genau diese Art von Unrestauriertheit, die wir als Händler so gerne kaufen. Stimmt, ja. Weil wir wissen, wir können das wachküssen. Ja. Und da wird ein tolles Bild draus, denke ich. Ich möchte nicht im Trüben fischen und beginne mit 300 Euro. 350. 400. 450. 500. Und 50. 600. 650. 680. 750. Es spricht mich an. Er ist mir 850 wert. Damit ist die Maximalschätzung übertroffen. 900. 950. Ich gebe ihm 1.000. 1.050. Bei mir ist jetzt die Angelschnur gerissen. 1.100. 1.150. 1.200. 1.200. Sie haben noch kein Lächeln auf dem Gesicht. Ich bin an der Stelle schon sehr dankbar für die Wertschätzung, die dem Gemälde auch entgegengebracht wird. Ich finde das total nett von Ihnen, dass Sie offen und ehrlich mit uns sind und nicht so ein Pokerface machen und dann auch ehrlich sagen, das ist, finde ich schön, finde ich erfrischend. Ja. 1.300 ist auch eine schöne Zahl. 1.320 ist besser. Das ist auch ein kleiner Sprung. Weißt du was, dann sage ich 1.400. Vielleicht steige ich auch noch mal mit ein. Ja. 1.450. Ah, ich bin raus. Das ist toll. Das ist ein super Preis und ich finde es gut. Ich bin raus. Wird's ein Geschäft? Ich freue mich für Sie. Ja, das wird ein Geschäft. Gut. Ja? Okay. Und was für ein Geschäft. Wahnsinn. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50. Jetzt werde ich zum Angler. Danke. Vielen Dank, sehr viel Spaß damit. Danke. Vielen Dank für das schöne Bild. Wir haben uns zu danken und grüßen Sie Ihre Mutter recht herzlich. Und die Oma. Die Oma. Die Oma. Mache ich. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Tja, Fritz, da hast du einen tollen Fang gemacht. Ah. Ein toller Fang. Ja, wirklich. Ich finde das ganz, ganz detailliert, schön, romantisch und eine ganz liebe Atmosphäre. Ja, passt ganz gut fein zu dir. Danke.